Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem netten kleinen feinen Video. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr mit ein paar einfachen Tricks ganz schnell Fische fangen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr ein Shadowmane zähmen wollt. Ja, dann müsst ihr ja Fische haben, den Fischreusen. Und da gibt es nämlich einen Trick, das geht nämlich dann ratzfatz. Und vor allem, wie ihr die Fische auch länger haltbar machen könnt. Haha! Bevor wir aber jetzt loslegen, Leute, denkt daran, Däumchen werden Träumchen, jetzt ein Like da lassen, dieses Video und auch diesen Channel damit unterstützen. Vielen Dank dafür und eure Gedanken gerne wieder unten in die Kommentare und kleiner Hinweis am Rande, heute Abend Livestream 20.30 Uhr. Kommt vorbei, ihr seid willkommen. Um jetzt ganz viele Fische euer eigen nennen zu können und die auch haltbar zu machen, braucht ihr nicht besonders viel. Ihr braucht einmal die Fischreusen, ist klar, weil mit dem Fischreusen kannst du lebendige Fische fangen und du brauchst natürlich dafür auch noch das Zelt von Scott Störs, weil das wissen die meisten nicht und man kann das Zelt als Falle verwenden und das ist richtig geil. So können dir die Fische nämlich nicht mehr abhauen und das werden wir nämlich jetzt mal machen. Ich habe nämlich in meinem Inventar nämlich hier das Zelt drinne, ja, so, und damit können wir auch unter Wasser gehen, ja, und dann können wir hier einfach mal gucken, wo ist hier ein schöner Fisch. Hier ist ein Saber-Tooth Salmon, ja, so, und dann setzen wir nämlich einfach, okay, wir setzen nicht einfach das Zelt da drüber. Wir müssen natürlich aufpassen, dass die nicht so schnell abhauen. So, pass mal auf. Wir machen das jetzt nochmal. Wir machen das jetzt nochmal ordentlich. Ja, hier ist zum Beispiel ein Sabertooth Salmon. So, und damit ist er da drin gefangen und kommt nicht mehr weg. Jetzt können wir eine Fischreuse nehmen. Die habe ich nämlich auch einstecken. Und setzen die einfach hier mit dazu. Da. Flupp. Okay, das war jetzt ein bisschen falsch. Ich wollte eigentlich nur eine nehmen. Ja, ich wollte nur eine, aber egal. Egal. So, und dann warten wir kurz, bis der Timer abgelaufen ist. Und dann können wir nämlich sagen, bumm. So, haben wir. Sehr schön. Okay, kann ich die wieder aufheben? Da, aufheben, Fischreuse. So, dasselbe machen wir nämlich jetzt nochmal. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal her. Wir tun nochmal das Zelt ausrüsten. Da ist nämlich noch ein Saber-Tooth Salmon. Müsste halt nur schnell sein, ne? Ganz schnell klickern. Oh, da war ich wieder zu langsam. Oh. Am besten, wenn sie gerade stillhalten. Am besten, wenn sie gerade stillhalten und sich nicht rühren. Ja, deswegen warte ich mal, bis der hier sich gerade nicht bewegt. Na, na, na. Okay, ich habe dich gefangen. Haha, selbst schuld. Selbst schuld. So, nehmen wir jetzt nochmal eine Reuse. Setzen die einfach wieder hier ans Zelt. Warten einen kleinen Moment. Und wenn die paar Sekunden abgelaufen sind, können wir nämlich hergehen und zack, haben wir den auch. Sehr schön. So simpel könnt ihr nämlich Fische fangen. So, und dann könnt ihr auch jetzt hergehen und könnt sie zum Beispiel länger haltbar machen. Sagen wir zum Beispiel, ihr wollt gerade, keine Ahnung, ihr wollt gerade ein Shadowmane zähmen. So, und euch laufen die Fische zu schnell ab. Könnt ihr natürlich auch hergehen und könnt sie wieder rausholen. Und man sieht nämlich schon, sie sind gezähmt. Das sind gezähmte Fische. Und das ist richtig geil. Zack. So. Und wenn sie nämlich hier im Wasser sind, könnt ihr sie nämlich damit länger haltbar machen. Ja, so könnt ihr zum Beispiel in der Nähe von einem Shadowman, wenn ihr gerade am Zähmen seid, da zeige ich euch übrigens dann auch noch, wenn der Shadowman an der Reihe ist, eine geeignete Zähmfalle, könnt ihr nämlich dann hergehen und könnt sie zum Beispiel hier ins Wasser schmeißen, ja, so, und könnt ihr nämlich dann später wieder aufsammeln, indem ihr einfach wieder eine Fischreuse drunter setzt. Ey, das ging jetzt gerade nicht, wahrscheinlich gerade ein Server-Klitsch. Ja, ich gerade ein Server-Klitsch. So, okay, geht's jetzt? Jetzt geht es. So. Jetzt warten wir ganz kurz wieder und dann könnt ihr sie nämlich wieder eintüten. Na, komm, mach hinne. Blub, und dann ist er wieder drinne. Und auf die Weise habt ihr wieder eine frische Fischreuse. Ha, Zungenbrecher. Geil. Auf diese Weise werdet ihr auf jeden Fall immer genügend Fische haben, um zum Beispiel, nur als Beispiel, den Shadowmane zu zähmen. Wie gesagt, einfach in der Nähe eine Falle aufbauen. Die Falle werde ich im Taming-Video dann zeigen, wenn der Shadowmane an der Reihe ist. So, und dann einfach vielleicht neben einem Gewässer dann einfach die Fische auspacken, ja, damit sie dort immer schön frisch und haltbar bleiben. Und dann könnt ihr nämlich ganz entspannt den Shadowmane zähmen, ohne dass euch dabei der Fisch ausgeht. Ihr müsst halt immer nur darauf achten, dass ihr genügend Reusen dabei habt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich euch mit diesem netten, kleinen, feinen Video weiterhelfen konnte. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Wie tut ihr Fischen gehen, beziehungsweise wie macht ihr euren Fisch haltbar, um zum Beispiel den Shadowmane zu zähmen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Jetzt seht ihr auf jeden Fall hier an der Seite nochmal zwei wunderbare Videos, genauso auch die Playlist und natürlich die Verlinkung zu meinem Let's Play Channel. Schaut da gerne auch mal vorbei und jetzt wünsche ich euch natürlich einen traumhaften Tag. Lasst es euch gut gehen, bleibt mir auf jeden Fall gesund und wir sehen uns wieder zum nächsten Video. Haut rein!